Leute, jetzt bin ich richtig eingepackt. Arschkalt ist heute. Ja, ich glaube minus 4 Grad oder so, minus 3 Grad. Frühmorgens. Auf jeden Fall mache ich heute einen Kerzenständer. Das wird ein Geburtstagsgeschenk für jemand, aber ich verrate nicht für wen. Da versuche ich jetzt erstmal dieses Holz. Das war ein Baumstamm oder ein kleiner Stamm. Den Kern habe ich schon ausgeschabt, der war faul und morsch. Und jetzt werde ich das Holz glatt schleifen. Ich vermute, das könnte Haselnuss sein, bin mir nicht sicher. Erstmal grob die Kettensägenspuren abschleifen. Und das mache ich an meinem Bandschleifer, da geht es am einfachsten, hoffe ich mal. Und später werde ich eine Rune ausschneiden aus Multiplex und dann hier drauf verleimen. Keine große Sache, sollte relativ einfach gehen. So, das wird eine Schutzrune und die säge ich jetzt erstmal aus. Und schupp, sind Löcher drin. Das ist jetzt leider nicht mittig, das Loch, aber es macht nichts. Und später wird es dann verleimt. Jetzt wird es erstmal geflammt. Oder muss ich erst den Boden? Ich will auf jeden Fall einen Boden reinleimen, eine Bodenplatte reinleimen, damit die Kerze nicht einfach so auf dem Tisch steht oder sonst wo. Die Form muss ich auf jeden Fall jetzt rausschneiden. Ich glaube, das mache ich mit der Laubsäge. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt, meine Laubsäge. Asbach uraltes Teil. Hoffe, bricht sie nicht auseinander. Sägeblatt ist sogar noch scharf. Na toll. Leim rein. So, jetzt habe ich ein bisschen Sägestaub rein gemacht und das schließt die Risse dann. Also die, oder Fugen. Wenn noch irgendwo Fugen wären, dann wären die perfekt oder sind die perfekt zu. So, jetzt haben wir Beize. Ich zoome bloß jetzt zu weit raus, weil mein Saustall braucht niemand sehen. Den Saustall. Deswegen machen wir das so und dann schaut es hier besser aufgeräumt aus. Geil blöd. Ja, normal zieht man Handschuhe an bei sowas, weil Beize zieht wirklich Vollgas in die Haut ein. Aber ja, es geht auch mit einer Zange. Also scheiß drauf. Bei Beize ist halt wichtig, wenn man das aufträgt, sollte man es nicht fallen lassen. Beim Auftragen sollte man darauf achten, dass man es ruhig richtig drängt. Es kann ruhig richtig satt aufgetragen werden. Es ist jetzt sehr dunkel gebeizt. Ich möchte es aber als Kontrast auf meinem Holz relativ dunkel dann haben. Und lassen wir das mal so liegen. Das kann ruhig einziehen. Und dann muss man es mit einem Lappen abreiben. Dann kommt die Maserung auch wieder leicht raus. Das hat ein ganz schön haariger Lapper. Okay, da haben wir da. Naja, dann muss es trocknen. So, dadurch, dass es hier arschkalt ist, lege ich das erstmal ins Haus zum Trocknen. Genauso wie das gebeizte Runenteilchen. Bei den Temperaturen hier draußen dauert mir das sonst der ganze Tag. Ich lege das im Haus auf Fußbodenheizung.
So, hier ist auf jeden Fall Spannung entstanden. Das dachte ich mir eh schon, weil das war an der Stelle schon zusammengeklemmt. Also mein Plan ist jetzt hier mit Leim und mit Sägestaub vielleicht das zusammenzuquetschen. So, jetzt zwingen wir es zusammen. So, schaut jetzt so aus. Jetzt habe ich den Riss ein bisschen verspachtelt. Jetzt muss natürlich der ganze Leim erstmal abbinden. Klar ist jetzt, dass man den Riss natürlich sieht. Ich meine, das juckt mir aber nicht, weil es ist Holz, ganz einfach. Jetzt mache ich mal mit dem Brennkolben noch Muster rein. Mal die Fläche nur aus. Die braune Fläche schaut jetzt so toll aus da drinnen, die muss man ausmalen. Jetzt habe ich dann Brennkolben, der ist eigentlich ziemlich gut. Kann man Vollgas aufdrehen, wenn man will, bis er glüht. So, jetzt habe ich die Rune noch ein bisschen dunkler gebeizt. Die war rötlich-braun und deswegen ja, habe ich sie ein bisschen dunkler gemacht. Und jetzt werde ich mit Renovell Möbelregenerator eigentlich, werde ich jetzt das hellere Holz ein bisschen dunkler machen. Und man sieht schon, wie jetzt das Holz auf jeden Fall gleich dunkler rauskommt. Viel schöner als vorher. Das lassen wir jetzt trocknen. Und dann kommt noch Öl drüber, Hartwachsöl. So, jetzt haben wir Osmo Hartwachsöl. So, lassen wir die erste Schicht trocknen. Das zieht nämlich so stark ein, dass man auf jeden Fall zweimal drüber muss. Ich habe das jetzt noch ein zweites Mal geölt mit dem Hartwachsöl von Osmo. Und es hat einen schönen Glanz. Und ich habe es jetzt mal versucht in Szene zu bringen hier. An meinem kleinen nordischen Platz. Passend zum Julfest. Das beginnt ja jetzt demnächst. Die keltische Weihnachtszeit quasi. Ich habe hier ein Teelicht. Das passt hier super rein, ganz klar. Oder eine größere Kerze oder eine etwas dickere Stumpenkerze passt da auch rein. Genau, mir gefällt eigentlich am besten dieses Kerzchen. Ja, nichts Aufwendiges, ganz einfach gemacht und ich würde sagen, das kann jeder selber machen. Ganz easy.
reine Geschmackssache natürlich. Man kann hier oben auch einfach nur einen Weihnachtsbaum ausschneiden und den draufstecken. Ja, ich mache mal das Licht nochmal aus, weil das ist jetzt überblendet. Weil normalerweise habe ich es nicht so hell hier. Das ist jetzt im Kerzenschein und in meiner Studio-Maueroptik. Da kommt es dann doch ein bisschen besser raus. Und ja, ich stelle am liebsten mal die Kerze wieder rein. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Es kommen weitere kleine Projekte oder größere Projekte. Ich versuche auch regelmäßig Videos online zu bringen. Den Tisch habe ich leider nicht gefilmt, aber sowas Ähnliches werde ich auch noch machen. Da habe ich ein Wegvisier mit einer Oberfräse reingearbeitet, mit Epoxidharz ausgefüllt und im Endeffekt, ja, schade, dass ich das nicht gefilmt habe, aber ich mache sowas bestimmt auch irgendwann wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und auch die Glocke könnt ihr aktivieren, dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos. Alle Produkte, die ich hier verwendet habe, versuche ich in die Videobeschreibung zu packen, dann könnt ihr versuchen, sowas nachzumachen. Lasst eure Kreativität freien Lauf.